Im Winter wurde am Kader einiges getan. Es gab ein paar Neuzugänge, auch ein paar Abgänge. In den Ergebnissen spiegelt sich bisher nicht unbedingt wider, dass es besser wird. Woran liegt's? Sich anders. Die ersten Spiele haben wir gewonnen, sah auch gut aus. Man muss einfach sagen, wenn du in der Abstiegssaison bist, dann gewinnst du nicht viele Spiele und dann helfen dir auch im Winter nicht drei, vier Spiele und dann wird alles anders. Wir haben eine andere Qualität, man sieht es schon auf dem Platz, auch die Chancen, die wir uns herausarbeiten. Aber wie gesagt, uns fehlen einfach aktuell die Tore, aber wir haben eine andere Chancenqualität und es sind auch menschlich Jungs, die uns helfen und das merkt man schon auch im Training, auch neben dem Platz. Aber bis zum Ende wird es knapp und da müssen wir einfach durch als Mannschaft. Und klar, ich habe meine Mannschaft auch kritisiert, weil ja, man muss zusammenhalten und man muss auch mal einen Schmerz aushalten können. Und am Ende zählt das Große und Ganze, der Verein, die Fans, dafür sind wir hier. Und das habe ich der Mannschaft heute mal deutlich gesagt. Und warum hält Babelsberg am Ende die Klasse? Weil wir einfach ein geiler Verein sind, weil die Mannschaft jeden Tag im Training sehr hart arbeitet, weil wir dafür alles geben werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier drin bleiben werden.